Hi und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Venix. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute gibt es mal einen kleinen Langzeit-Testbericht zur Amazfit GTS von Huami. Die habe ich jetzt seit einigen Wochen im Einsatz und ich muss sagen, ich bin wirklich überzeugt von dem Produkt. Ich habe in der Zeit und auch davor und danach noch viele andere Smartwatches und Fitness-Tracker getestet von Honor Band 5, Mi Band 4, TicWatch Pro 4G, Fossil Gen 5 und Skagen Falstar 2. Trotzdem bin ich aber bei der gerade einmal 130 Euro teuren Amazfit GTS von Huami hängen geblieben. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Ganz viel Spaß mit dem Video. Und damit reden wir auch gar nicht lange drum herum, was denn der Hauptgrund ist. Ich denke, die meisten von euch werden sich schon denken können. Denn das habe ich ja auch in meinem Review zur Smartwatch bzw. zu diesem Fitness-Smartwatch-Mittelding schon gesagt. Die Akkulaufzeit ist einfach gigantisch. Ihr schafft hier mit 2 Wochen eigentlich easy. Ich habe aktuell 91% und ich glaube, ich habe die vor 3 Tagen oder so geladen. Also mega, mega krass und das ist auch wirklich schon der Hauptpunkt. Des Weiteren gibt es ein AMOLED-Display bei dieser Uhr und dieses AMOLED-Panel ist wirklich so gut. Jedes Mal, wenn ich da abends drauf schaue und wirklich nur schwarz sehe und sonst alles andere sozusagen in Farbe, sieht es einfach nur, keine Ahnung, atemberaubend aus. Freue ich mich jedes Mal drüber. Ihr habt, deswegen habe ich es auch gerade schon so ein bisschen als Smart Fitness Tracker Watch so Mittelding dargestellt. Also ihr habt nicht alle Funktionen, die eine Smartwatch bietet. Als Betriebssystem habt ihr kein Google Wear OS drauf. Das heißt, ihr könnt nicht einfach mal in den App Store gehen und verschiedene Apps runterladen. Nein, man kann hier wirklich nur sozusagen das Vorgegebene verwenden. Aber trotzdem lässt sich eben relativ anpassen. Wenn das Ganze übrigens genauer interessiert, findet ihr hier nochmal das Review verlinkt. Zum anderen könnt ihr dadurch dann eben nicht mit dem Google Assistant sprechen oder über Google Maps irgendwie eine Navigation starten und sonstiges. Ihr habt sozusagen von den Funktionen her eigentlich nur die Funktionen, die auch ein Fitness-Tracker wie beispielsweise das Mi Band 4 bietet. Aber ihr habt eben trotzdem diese Smartwatch-Looktik. Entweder die Optik oder den Smartwatch-Look, aber keine Looktik, okay. Ihr habt also immer noch diesen Smartwatch-Look und das gefällt mir halt einfach mega gut. Denn ich habe es auch schon mal in dem Amazfit GTS-Video erklärt, ich möchte einfach nicht die ganze Zeit mit einem Fitness-Tracker am Arm rumrennen. Das sieht irgendwie bei manchen Anlässen, ja, finde ich, passt das einfach nicht. Gerade wenn man auch mal ein bisschen schicker oder so unterwegs ist. Gut, bin ich in letzter Zeit echt selten. Aber trotzdem, so möchte ich einfach das Gefühl haben, lieber was Edles, Schlichtes am Handgelenk zu haben. Und die Amazfit GTS, die ist einfach so unglaublich leicht und trotzdem wirkt sie aber so hochwertig. Das gefällt mir einfach mega gut. Auch das Silikonarmband, muss ich sagen, was mitgeliefert wurde. Ich habe es jetzt, wie gesagt, echt schon mehrere Wochen täglich in Benutzung und es ist immer noch super, wie an Tag 1. Keine Abnutzungsstellen, von daher wirklich große Klasse. Ansonsten auch keine Kratzer irgendwie auf dem Display festzustellen. Auch am Gehäuse hat sich nichts getan. Gut, die Ladezyklen, die sind bei mir echt relativ selten, weil die Uhr kaum geladen wird und ich habe die eigentlich sonst echt Tag und Nacht an, auch beim Duschen immer und so weiter. Bekomme hier trotzdem meine Push-Notifications drauf, also WhatsApp wird mir angezeigt, ich habe meinen Schrittezähler, ich habe trotzdem auch noch eine kleine Wettervorhersage für die kommende Woche sozusagen, plus immer das aktuelle Wetter. Ganz ehrlich, das sind bei mir die Funktionen, die ich nutze. Ich kann trotzdem auch meine Musik noch steuern, wenn das Ganze eben gerade per Bluetooth gekoppelt ist irgendwo. Und ja, mehr muss ich ehrlich sagen, brauche ich nicht. 4G oder ein LTE-Modem sozusagen hat die GTS natürlich auch nicht verbaut. Das heißt, ihr könnt ja die auch wirklich nicht komplett autark nutzen. Ohne Smartphone könnt ihr schon, aber dann verliert ihr eben die smarten Features. Das konnte ja beispielsweise die von mir kürzlich getestete TicWatch Pro 4G. Review dazu findet ihr auch mal hier verlinkt, falls es einen interessiert. Für mich wäre, das habe ich auch in dem Video kurz gesagt zur TicWatch Pro, ein 4G-Modem in einer Smartwatch völlig überbewertet. Aber für den einen oder anderen vielleicht durchaus interessant, denn ich denke, dass es kann einfach für Sportler sehr interessant sein, die beispielsweise wirklich nur ihre Smartwatch mit sich führen wollen, trotzdem erreichbar sein wollen, Nachrichten schreiben und so weiter. Und da ist es natürlich geil, wenn man nicht immer das schwere Handy auch noch hat, gerade beim Joggen oder sonstiges. Da könnte ich es mir sinnvoll vorstellen. Ansonsten für den normalen Benutzer, denke ich, heutzutage lohnt das Ganze sich noch nicht. Aber schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare und schreibt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von der Amazfit GTS von Huami haltet. Wie gesagt, 130 Euro, Link zum Produkt in der Videobeschreibung. Und übrigens,
Huami hat das Video gesehen zur Amazfit GTS. Die haben ja das Produkt damals zur Verfügung gestellt, also nichts bezahlt oder sonstiges. Aber ihnen hat das Video so gefallen und deswegen haben sie mir jetzt noch eine Amazfit GTR, die ist ja ziemlich ähnlich wie die GTS, nur eben im runden Design, haben sie mir zugeschickt, ist auch schon angekommen. Allerdings in meiner alten Wohnung werde ich morgen abholen gehen. Und diese Smartwatch, die gibt es schon bald bei mir auf dem Kanal zu gewinnen, bleibt auf jeden Fall dran. Ich denke, ihr könnt euch schon denken, was im Dezember da auf euch zukommt. Aber auf jeden Fall wird die GTR schon mal sicher dabei sein und an euch verlost werden. Von dem her, lasst mir gerne ein Like und vor allem ein kostenloses Abo da, um das Ganze dann nicht zu verpassen. An der Stelle sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Folgt mir auch gerne auf Instagram, RealVanix. Bis dann, macht's gut.